So, weiter geht's mit Pokémon Schwert und wir sind durch mit der Route 9. Heute geht's weiter nach Spikeford. Und wir sind am Spikeford Ortsrand. Und als erstes blinkt uns ein Aqualeap an. Und zwar eine männliche Form. Die weibliche Form ist rosa. Also es gibt eine männliche und eine weibliche Form von diesem Pokémon. Level 43 ist. Okay. Das heißt, ich versuche es zu fangen. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Nicht mit dem ersten Ball jedenfalls. Und du fängst an die Wirbel, aber es bringt ja nichts. Ich möchte es gerne haben. Ich möchte gerne alle Pokémon fangen auf dieser Route. Und zwar befinden sich hier. Muss ich jetzt gerade nachgucken. Und klar, dass du sagst, komm, mit einer Attacke grill ich dich eben kurz weg. So, okay, versuchen wir es nochmal. Ist es vom Typ Wassergeist, wenn ich es richtig im Kopf habe? Also, bist du scheiße effektiv? Und bist wurde blockiert, natürlich. Lass mich raten, es ist auch weg. Nein, ist es nicht. So, ich möchte es gerne fangen. Aber es sagt noch nicht ganz. Ey, du triffst dreimal mit einer 50% Attacke hintereinander. Kann das sein? Ich krieg's mit zwei meiner Pokémon weg. Ohne Probleme. Ach, ich brauch mal die Hyperbälle irgendwann, ne? Du gehörst mir, Apokolip. Vielleicht versuche ich doch die weibliche Form zu fangen. Ja, Typ Wassergeist. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Spielen ein Spielchen weiter mit dem. So. Dann probieren wir das mal aufs Nom-Nom. Aber jetzt haben wir heute die Glocke. Machen wir es, wenn wir dann irgendwann mal entwickelt haben. Wenn es dann irgendwann mal passt. Weil, ach, das dauert halt. So, dann versuche ich mir dieses Pokémon ebenfalls nur noch einzusacken, und zwar ein Arctip. Die Weiterentwicklung haben wir tatsächlich schon in der Naturzone gesehen, in der vorletzten Folge ganz kurz mal. Da versuche ich es mir natürlich auch zu fangen. Da müssen wir eh nochmal hin. Wie gesagt, spätestens am nächsten Orden. Ich weiß aber, ob wir diese oder erst nächste Folge schaffen. Jedenfalls wehrt sich dieses Arctip nicht und es gehört uns. Ja, kann passieren, dass wir euch diese Woche schon in Orden machen und dann. Oh, Alberuda. Das ist ja äußerst selten eigentlich auf dieser Route zumindest. Das hat zumindest im Spieleberater einen schwarz ausgefüllten Stern. Ich versuch's mal zu fangen. Es ist ein vom Typ Wassergeist, wenn es richtig war. Pflanzegeist. Pflanze Wasser irgendwie sowas. Jedenfalls ein. Ja, mein Gott, was ist denn hier los heute? Pokémon. Einfach mal wechseln. Es müsste Pflanzegeist sein oder. Ja, Pflanzegeist ist es. Tatsächlich. Ich habe es tatsächlich jetzt gerade gesehen. Und ich würde es gern. Oh, Amboss. Stahlattacke. So, ich versuche es mal zu fangen. So, dann muss ich es tatsächlich so nochmal. Ich versuche es jetzt gerade mal mit dem Giftschock anzugreifen.
Okay, warum wenn man durch den Typ Pflanze ist, höchst effektiv ist. So, ich möchte das gerne haben, weil, wie gesagt, es fehlt mir noch in meiner Liste. Yes! Maruda ist gefangen. Ein gutes Pokémon. 49 Globilla. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, das Pokémon. Ja, wie gesagt, Level vom Typ Geistpflanze. Einmal haben wir es bekämpft, glaube ich, als Gegner. Oder kannst du, dass es hier zählt? Ja, dieses ganze Pokémon schaut, als sich auf dem Meeresgrund stammendes Seegras auf Bruchstücken eines Schiffwracks ablagert. Ist klar, es ist ein Anker mit dem Steuerrad. Und ich werde es dann in einer PC-Box tun, weil ich brauche es eigentlich nicht im Team diesmal. Also ich brauche es überhaupt nicht im Team. Da wir mit Bubella ein gutes Pflanzen-Pokémon haben, dass übrigens nur noch ein reines Pflanzen-Pokémon ist, also kein Nix mit Gift zu tun hat. Wenn man es zu Giflor weiterentwickelt, dann wäre es gewesen. So, dann haben wir hier noch ein Gastella. Die Fortentwicklung von Agrostella. Vom Typ Pflanze. Wassergift. Oder nur Wasser? Oder nur Gift? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir uns gleich mal an, wenn es eingesackt ist. Und es bleibt auch drin. Also diese kleinen Pokémon bleiben Gott sei Dank alle relativ schnell drin. Okay, Fernepot möchte Knirscher lernen. Gut, dann kannst du Giftschock rausnehmen dafür. Wir haben ja eins. Ja, die Fernepot sieht ja auch gut mit. Vom Level her, ne? 46, wie gesagt. Ja, Giftwasser ist es. Wie auch seine Weiterentwicklung. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt erstmal für ein Team. Damit haben wir, glaube ich. Nein! Ein Pokémon fehlt uns noch. Und das habe ich mal in der letzten Folge ein bisschen angeschnitten. Der lustige Name der Vorentwicklung von K-Octo heißt Noctopus. Ich finde witzig, muss ich sagen. So, wir versuchen zu fangen. Level 40, es ist weiblich. Brauchen wir aber, also, ist mir gerade egal. Auch dieses Pokémon nicht ins Team rutschen, wirklich viel Zeit. Ein Pokémon werde ich dann in der Naturzone noch holen hinten. So, dieses Pokémon wird auch drin. Das machen wir aber, wie gesagt, nach dem nächsten Orden. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, dass wir das Team verständigen. Wir müssen eh noch was machen, weil der 7. und 8. Orden, die kommen auch direkt beide hintereinander. So, dann holen wir uns hier oben noch schnell das Item. Eine Scope-Linse. Und hier sind noch eine Sänger und eine Tänzerin. Also ein Doppelkampf, den wir uns noch genehmigen müssen. Wenn sich Rhythmus-Duo mit einem Maracamba und einem Reflex. Die Weiterentwicklung von Toxel übrigens. So, okay. Maracamba ist natürlich Pflanze nicht und Reflex müsste Elektro und Gift sein. Das heißt, Mopeko nehme ich auf jeden Fall. Quatsch, ich muss beide eigentlich was rausnehmen. Wir gehen auf Ognatol, wobei das eigentlich eher blöd war. Wir gehen auf. Infernopot jedenfalls. Und wir gehen auf. Ja, wir gehen auf Ognatol. Ich versuche mit Dampfwalze das Reflex rauszunehmen. Das hat eine Vielfachschwäche gegen Bodenattacken. So, nehmen wir sie jedenfalls mal beide mit rein. So, das eine Pokémon versucht auf mit Toxin. Das war mir irgendwie fast klar, dass du genau so eine Aktion bringst. Das ist schließlich so gut starke und sehr zuverlässige Giftattacke. Je nachdem, wie lange der Kampf dauert, geht das relativ schnell. Und dann so ein Gigasauger klappt. Das war genau das, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Was ich nicht erwartet hatte. Das heißt, ich muss dieses Maracamba mal relativ schnell aus dem Team nehmen. So, das heißt, Maracamba drauf mit Flammenrad und Dampfwalze geht auf Reflex. Wenn es überhaupt dazu kommt. So, erstmal das Maracamba raus, bevor es das irgendwie noch großen Ärger macht.
Mit jeder Wette geht das Reflex nämlich auf Giftschock jetzt. Aber nicht auf Frontkontrolle, sondern auf Inferno-Port, okay. Gott sei Dank, das ist weg. So, dann haben die beiden erstmal auch ausgetanzt. Und sie sind besiegt, die zwei. Geh weg. Ich hab dich schon, brauche ich nicht. So, gut. Wie gesagt, nächste Station wird zwei Fort jetzt sein. Ich verspreche noch nicht, dass es diese Folge reicht mit dem Orden, weil wir eigentlich auch schon bei einer Viertelstunde jetzt schon sind. Gegengift brauche ich. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist Spike Fort. Ich werde jetzt auch in die Stadt gehen, mein Team heilen, weil hier vor allen Dingen auch Leute davor stehen, okay? Moment, ich hab ein Item. Okay, es war nur eine Staubwolke, die ich hier aufgewirbelt habe. Gut. Hier stehen die Leute vom verschlossenen Tor. Also, wir kommen eigentlich gar nicht nach Spikefort rein. Das ist ziemlich merkwürdig. Oh, meine Güte. Wir kommen einfach nicht nach Spikefort rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Ja, wie sollen wir denn jetzt den Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Oh, wieso haben wir das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Hier drüben. Oh, Mary? Die gute Mary, die möchte irgendwas von uns. So. Spikefort ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Okay. Ach Gott, die Miel. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis hierher vorgekämpft. Und wie ich dir schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalen. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Ja, wir fordern, wir kämpfen das nächste Mal gegen Mary. Und wie gesagt, das machen wir auch diese Folge noch. So, sie fängt auf jeden Fall mit dem Cleopatra an, ein neues Pokémon, was wir noch nicht kennen bei ihr. Eigentlich kennen wir noch nur ein Pokémon von ihr. Soweit ich das auf dem Schirm habe. Okay, wir fangen an, also wie gesagt, wir fangen mit Cleopatra an, das ist ein Unlicht-Pokémon, das heißt Inferno. Ich weiß natürlich einfach, wenn der darüber geht. So, Käferbiss wäre vielleicht die idealste Variante, weil Snom-Nom ist, wie gesagt, noch nicht entwickelt. Das können wir jetzt einsetzen, wirklich, wenn es sich entwickelt hat, weil es dann doch ein bisschen stärker wird. Aber jetzt erstmal nicht so. Also, ich setze jetzt Folterknecht ein. Ich glaube, wir können dann ein paar Attacken nicht einsetzen. Da ich aber größtenteils nur angesetzte Attacken habe, ist das eh egal. So, wir müssen nochmal auf Folterknecht auf Ränke schmiert. Bringt aber nicht. Ist weg. Toxicroak. Ich hab noch ein Psycho-Pokémon im Team. Ah, was spielen wir denn dort? Ah, auch na toll. Wenn ich die Kampfattacken zumindest mal raus hab. Ich glaube, das Viech habe ich auch immer die eine oder andere Unlicht-Attacke im Team angemutet. So, erstmal weg auf jeden Fall mit Dampfheiße. Drauf, Tiefschlag, klar. So, einmal den Tausch. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bei uns können zwar jetzt Wasserattacken nicht viel ausmachen. So, Initiative sinkt und wir gehen nochmal drauf mit noch einer weiteren Dampfwalze. Der zweiten Initiative sinken müsste es eigentlich dann nochmal angegriffen werden können. Oder reicht das mit Dampfwalze einmal? Ja. Tschüss. So, Level Up für Ognatol und Morpeko. Das nächste von ihr ist das Irokex. Da gehe ich jetzt auf Inteleon. Wir gehen auf Präzisionsschuss.
reicht noch nicht ganz. Für Masse willst du jetzt eine Initiative senken, ja? Und nochmal Aquavelle hinterher. Und trotzdem noch schneller als du. So, und das letzte von dir müsste das in Mopeko noch sein. Wobei ich da auch Octatoll sitzen werde wahrscheinlich. Ich glaube, die Darmfalze ist gar nicht mehr so schlecht. Ich müsste mal gucken, was auf Steinhagel beigebracht werden kann. Dann hätte ich zumindest noch ein bisschen was mehr. Ein bisschen mehr Variabilität. So, Darmfalze drauf. Folterknecht, das ist doch Folterknecht. Folterknecht hier. Kleines Mopeko. So, Mary ist besiegt. So langsam verstehe ich, warum mein Mopeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir: Ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Gem Cup bekomme ich meine Revanche. So, nur wieder Zeit, ein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Genau, sie lotst es jetzt quasi ein bisschen durch die Hintertür nach Spikeford rein. Das ist die Stadt Spikeford sehr schmutzig, sehr runtergekommen. Und hier befindet sich auch die nächste Arena. Aber erstmal will ich mein Team heilen. Und vor allem muss ich mal Hyperbälle und Hypertränke kaufen, weil sonst habe ich nicht mehr viel. Ich habe ja Kohle genug. Ich habe ja 86.000. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. So, nochmal 30 Hypertränke dazu und dann versuche ich mal mein Zeug zu kaufen. Moment. Wir haben einen möglichen Scheiß noch zu verkaufen. Warte mal, brauchen wir denn hier noch was? Steine behalte ich auf jeden Fall. So, die Eisenkugel brauchen wir nicht. Pudersamt. Ja, geht aber 5000, okay. So. Noch ein bisschen Zeugs haben, was wir dann abgeben könnten. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Sachen gehabt, okay. Doch, hier sind sie noch. Riesenpilze. 12 Stück, 30.000. Nugget weg. So, die Perlen weg brauchen wir nicht. Sternstücke brauchen wir auch nicht. Die sind auch ziemlich unnötig. Steinknochen weg. Kometstücke. Boah, das sind 62.000 für 5 Stück. Silberkronkorken, die brauchen wir nicht. So, das Riesennugget kostet 20.000. Okay, Riesenperle gibt 4.000 noch dazu. Ja, sag mal, da sind wir auf einmal bei 200.000. Nur mit gefundenen Items. So, ich glaube, sonst haben wir alles. Ich will mal gerade das Beleber noch holen. Ich hole mal 20 Beleber. So, dann haben wir alles. So, Team heilen und dann machen wir Feierabend. So. Okay, dann haben wir das auch. Bestberry, ja, das weiß ich auch mittlerweile. Immer noch. Interessiert mich aber jetzt gerade herzlich wenig. Wir machen nämlich Feierabend. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Und dann machen wir uns in Spikeford auf den Weg Richtung Ort Nummer 7. Bis dann. Tschüss.